Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ich musste ganz schnell aufhören mit der Aufnahme, weil habt ihr mit Sicherheit gehört am Ende des Videos, die Kirchenglocken bei mir haben angefangen zu läuten. Mach schon. War nicht gut. Was für eine Müllhalde. Die Leute scheint es nicht zu stören. Mich stört es aber. Wyatt, der Mistkerl, ist da drüben. Gut, ich gehe mal rüber. Okay, aber sei vorsichtig. Du? Nee. Du? Ich will es mir mit denen hier eigentlich nicht verscherzen. Das ist eine Frau. Was willst du? Du musst der Kerl sein, der hier überall Steckbriefe verteilt. Ach ja? Sagt wer? Nun, ein ziemlich übler Bursche namens Ray. Ah ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Bist du jetzt sein neuer Bodyguard oder was? Sagen wir, ich habe ein Interesse daran, dass ihm nichts passiert. Na, obwohl, wenn ich es mir so recht überlege. Sagen wir, ich habe ein Interesse daran, dass ihm nichts passiert. Das ist ja entzückend. Und wann kommt die Stelle, wo du mir erzählst, was das mit mir zu tun hat? Es heißt, du verteilst die Steckbriefe. Ray soll angeblich eine stattliche Summe einbringen. Bau jetzt bloß keinen Scheiß, Mann. Du siehst nicht so aus, als ob du Spaß verstehst, was? Pah, zahlt dir der Penner überhaupt was dafür, dass du dich hier für ihn zum Affen machst? Aber gut, ich will keinen Ärger mit dir. Sag, was du willst, und dann verschwinde wieder, okay? Wie viele Steckbriefe hast du noch? Nur noch einen. Und den gibst du mir jetzt. Ich weiß nicht, ob. Ich könnte dir natürlich auch die Fresse polieren. Und dann gibst du mir den Steckbrief. Schon gut, schon gut. Bevor wir zwei Ärger kriegen, gebe ich dir das Ding lieber gleich. Okay, wer hat die restlichen Wörter stimmen? Wer hat die restlichen Steckbriefe? Jeder, der sich zutraut, eine Ratte wie Ray zur Strecke zu bringen. Wer hat dich damit beauftragt? Das ist ja niedlich. Nee, wenn ich dir das erzähle, kann ich gleich meinen eigenen Namen auf die Steckbriefe schreiben. Du bist also nichts weiter als ein unwichtiger Mittelsmann. Wenn du das sagst. So, und jetzt verziehe ich mich, wenn's recht ist. Also, schönen Tag noch. Was muss man bloß anstellen, um auf so einen Steckbrief zu landen? Dieser Ray hat ein ernsthaftes Problem. Sehr gut. Willst du mir immer noch weismachen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Deine Steckbriefe sind mit Big W unterschrieben. Nee, kein Blaudunst, wer das sein soll. Aber wenn Wyatt wirklich den Auftrag hatte, die Steckbriefe zu verteilen, dann weiß ich schon, wem er sie gegeben hat. Wyatt und ich waren mal im gleichen Team. Wir gehörten damals zu Jacksons Bande. Wir nannten ihn immer das Hirn. War eine üble Zeit und die Erträge waren mies. Ich bin irgendwann raus aus dem Verein, wie einige andere auch. Wyatt hat aber mit Sicherheit immer noch einen guten Draht zu den Jungs von damals. Das hast du doch alles vorher gewusst. Warum hast du mich dann hierher geschleppt? Tja, jetzt hast du es selbst gesehen, wie ernst die Lage ist. Ich brauchte ein wenig mehr Authentizität, damit du mir die Sache auch abkaufst. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Hör zu, ich habe nicht vergessen, was ich dir schulde. Außerdem werde ich diese Scheiße nur in tatkräftiger Begleitung überleben. Darum werde ich ab jetzt bei dir bleiben, bis meine Schuld getilgt ist. Ich kann dich ja im Kampf unterstützen oder, naja, oder bei dem, was du sonst so tust. Als Gegenleistung dafür hilfst du mir, Jacksons ehemalige Jungs zu finden und meine Steckbriefe wieder einzusammeln. Meine Gegenleistung hast du schon auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Meine Ausrüstung! Keine Sorge. Ich zahle sie dir natürlich doppelt wieder zurück. Also, was sagst du? Ich schätze, dein Angebot anzunehmen, für mich zu arbeiten, ist immer noch besser als nichts. Ich schätze, dein Angebot anzunehmen, für mich zu arbeiten, ist immer noch besser als nichts. Wow,
Das hört sich doch nach Zuversicht an. Und das von einem Eisklotz. Scheinbar hatte mein Bruder recht. Hinter eurer Fassade seid ihr offenbar doch ganz normale Menschen. Okay, dann sag mir, wo ich hinkommen soll und ich bin da. Ich habe da ein Lager in... Ja, ja, ich weiß schon, wo du deine Klamotten parken würdest. Du hast mich beobachtet? Hey, du bist meine beste Option. Da lohnt es sich, informiert zu sein. Ich weiß, ich werde es bereuen. Du hast einen Bruder? Ja, Tom ist alles, was mir von meiner Familie geblieben ist. Ist er auch so eine Marke wie du? Fast, bis auf die Tatsache, dass Tom öfter mal in der Scheiße steckt. Und ich ihn jedes Mal wieder raushauen muss. Hm. Alles noch dran? So gerade noch. Wir sollten hier nicht so lange bleiben, ist ein gefährliches Pflaster. Gut. Reden wir mal über deine Steckbriefe. Okay, die Sache ist die. Ich habe die ehemaligen Jungs von Jacksons Bande aus den Augen verloren. Sie haben sich ihre eigenen kleinen Grüppchen von Ganoven gesucht, mit denen sie umherziehen. Ich fürchte, Mason, Bombi und Jackson selbst sind nicht so einfach zu finden. Was ich sicher weiß, ist, dass Leo in der Wüste geblieben ist. Wenn du willst, dann kann ich dir zeigen, wo genau. Sag mir einfach, wenn du bereit dazu bist, dann bringe ich uns hin. Er ist auf der Suche nach dir. Ich bin Bombi schon begegnet. Oh! Ich bin Bombi schon begegnet. Das ist ein Früchtchen, was? Ich weiß, dass er irgendwo in Abessa nach mir sucht. Aber er könnte auch wieder woanders sein. Naja, irgendwann kriege ich ihn auch nochmal. Ich habe Mason gesehen. Er ist auf der Suche nach dir. Tatsächlich. Vermutlich wird es reichen, ihm ein paar Splitter für den Steckbrief zu geben und er lässt die Sache ruhen. Dazu müsste man ihn aber erstmal finden. Ich will Kaya jetzt nicht verlieren. Okay, zeig mir Leos Aufenthaltsort. Gute Entscheidung. Es ist an der Küste, aber keine Sorge, ich kenne eine Abkürzung. Wir sind im Handumdrehen da. Jetzt habe ich Kaya verloren, ne? Oh. Bei der Küste gesagt? Da ist es. Nicht unwahrscheinlich, dass Leo versucht, bei den Jungs hier eine große Nummer zu werden. Ich glaube nicht, dass sie ihn freiwillig rausrücken. Niemand in dem Bau da wird uns irgendetwas freiwillig geben. Vermutlich. Dann wissen wir wenigstens, worauf wir uns einstellen müssen. Interessant. Keine Kaya mehr. Okay. Vielleicht kann man ja erstmal mit denen reden. Hallo, schönen guten Tag. Ihr habt hier nichts verloren. Okay. Okay. Okay, wo ist Ray? Wo ist Ray? Wo ist... Wollt ihr mich verarschen? Interessant. Dann gehen wir da hinten lang. Haben wir hier irgendwelche Feinde? Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Ja, voll schade, ne? Hukala. So etwas wird hier nicht geduldet. So, jetzt kämpf. Ich kümmere mich darum. Bitte. Nein! Scheiße. Okay, ich muss kämpfen. Ich versuche es. Ich versuche zu kämpfen. Und wenn es nicht klappt, dann muss ich erstmal eine andere Quest machen. Interessant. Das klappt so nicht. Ich habe auch gar kein Geschoss oder so. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Erst den mit der Dingens. Ich muss weg hier.
Hallo, kannst du mal dein Schwert ziehen? Dankeschön. Oh, wow, 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 wow. Hallo. Nein! Oh, das schaffe ich nicht, ey. Leo hat er kaputt gekriegt. Vielleicht sollte ich einfach mal, vielleicht sollte ich es einfach nur hinauszögern. Interessant. So etwas wird hier nicht geduldet. Oh Mann. Da er ist überhaupt nicht da. Jetzt mache ich eine andere Quest. Das riecht mich schon wieder auf. Interessant. Ja, sehr interessant. Leck mich doch, ey. Küste, aha. Ich will jetzt erstmal wieder meine Kaya-Maus haben. Wo war das nochmal? Da ist Duras. Wieso ist Duras denn da hinten? Hier ist Ray. Kaya ist da. Konverter Edan. Wo ist denn Dingens? Wieso ist Duras hier? Habe ich die nicht nach Hause geschickt? Oh. 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 Habe ich den nicht nach Hause geschickt? Miese Gegend. Ganz miese Gegend. Die Dinger sind mir unheimlich. Lass uns verschwinden. Ich muss da jetzt erst hoch. Ich habe Duras hier ganz vergessen. Komm hier wahrscheinlich gar nicht hoch, ey. Sehr blöde Idee. Ja. Funktioniert so nicht. Scheiße. Jawohl, Duras kann ja eigentlich da oben bleiben, ne? Wo ist denn... Da sind jetzt... Ach ja, da sind wir jetzt. Genau. Wo ist der andere? Ich hatte da noch einen. Ach Mann. Sind da denn jetzt auch wieder Viecher? Nach da oben hin reicht das nicht. Worauf war? Ach, halt die Klappe. Und tschüss. Okay. Ich komme da irgendwie hoch. Ich komme da irgendwie hoch. Ich muss Duras wegschicken. Okay. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ach. Ja. Gut. Duras.
Erstmal Ray. Ich brauche nicht mehr, geh zum Treffpunkt. Ich brauche dich nicht mehr, geh zum Treffpunkt. Sicher doch. Duras, mitkommen? Mitkommen. Ja. Ich brauche dich nicht mehr, geh zum Treffpunkt. Na gut. So. Da müssten sie ja jetzt alle sagen. Ah, da sind sie alle. Guck mal. Oh, schön. Hallo, Freunde. Alles klar? Falk, Ray, Kaya, Duras. Ich möchte dich gerne wieder mitnehmen. Wie geht es dir? Ich bin okay. Du hast dir eine Menge vorgenommen. Ich werde versuchen, dich soweit ich es kann zu unterstützen. Doch vergiss dabei nie, dass die Menschen dir nur dann folgen, wenn du auch ihre Interessen vertrittst. Okay, was hältst du von mir? Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so, dann werden wir siegreich sein. Na, er verehrt mich, weißt du? Ja. Falk. Wie sieht's aus bei dir? Schwer zu sagen. Ich denke noch einmal darüber nach. Aber er respektiert mich zumindest. Alles noch dran? So gerade noch. Hast du dich nicht auch schon einmal gefragt, wie es hier wohl aussah, als die Zivilisation der alten Welt noch blühte? Ich weiß, wie das aussieht. Also aussah. Kaya, dann komm. Mitkommen. Na gut. So. Dann habe ich eigentlich alle Städte. Normalerweise würde ich ja sagen auch, also so langsam, ich würde mich echt gerne für die Dingens entscheiden. Für die Berserker. Aber ich weiß, dass wenn man sich jetzt schon voreilig entscheidet für eine Fraktion, dann ist das nicht mehr umzukehren. Und alle Vorbereitungsaufgaben, Quests, die man jetzt bei den anderen Fraktionen noch machen könnte, die kann man dann nämlich nicht mehr machen. Die verfallen dann. Und dann würde man natürlich auch nicht mehr diese Erfahrungspunkte dafür bekommen. Deswegen mache ich jetzt erstmal die alle und ja, um die Erfahrungspunkte zu bekommen. Und danach entscheide ich mich dann. Schön, dich zu sehen. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Zeig, gib her, los, Handgranate. Leder, Schutzmaske. Eine Schutzmaske. Das wäre echt mal vorteilhaft. Achso, das ist meins. Handgranate. Wie viel kostet die Handgranate? Zeig mir deine Ware. Ah, komm. Oh, die Schutzmaske nehme ich jetzt auch mit. Ist das... Wer pinkelt hier irgendwo hin? Oh. Er kann nicht, wenn ihm einer zusieht. Ist das eklig. Boah, ist der nicht bald fertig? Gut, dich zu sehen. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Kettenschwert. Oh. Oh, es hat gar nicht so viel Schaden. Ich hätte vier Schaden weniger. Eine Armbrust, oh. Bolzen habe ich sogar. Wie viel kostet die denn? Ah, zu viel. Ah, das Kettenschwert. Ja, das ist... Die Keule kann ich erstmal verkaufen, ne? Die brauche ich ja nicht. Ah, guck mal, die Keule hätte 14 mehr. Hammer. Mhm.
Okay, ich glaube, das Wert verkaufe ich wieder. Wisst ihr was? Ich sammle gar nicht. Ich will gar nicht so viel behalten. Ich mache das jetzt ganz einfach. Ich verkaufe jetzt das Hornschwert und das Regentenschwert. Den Flammenwerfer behalte ich erstmal noch. Ja, eigentlich kann ich das Schwert. Das brauche ich eigentlich überhaupt nicht, ne? So, das bleibt jetzt erstmal bei mir. Schutzmaske, dunkelgrüne Stoffkapuze, Sonnenbrille, Jägerrüstung, Werkerhose. Brauche ich nicht. Amulett des Abenteurers, Ring der Härte, Ring der Stärke. Ring der Härte, Ring der Stärke. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt Kettenschwert. Ich das jetzt nehme, habe ich genauso viel wie vorher. Ah ne, ich habe jetzt gar keins ausgerüstet, genau. Der Schredder, den kriege ich jetzt noch nicht. Genauso wie den Reaper, den kriege ich jetzt nicht. Und die Zwinge, die könnte ich kriegen. Die hätte sogar mehr. Was hat denn jetzt hier... Irgendwas hatte doch hier 600 gekostet, oder nicht? Mann! Boah. Ach, die Armbrust. Genau, ich wollte die Armbrust haben. Genau. Gegen Munition für... Lass mal das abschließen. Was ist das für ein... Pack das Ding weg. Ja. So will ich das sehen. Was ist das für ein Teil? Pack das Ding weg. So will ich das sehen. Das ist ein Flammenwerfer, ne? Hast du davon irgendwas? Zeig mir deine... Aber... So Flammenwerfermäßig so ein Ding so? Splitter, Granate, Rakete, Geschoss. So. Jetzt muss ich ausrüsten. Jetzt gehe ich erst hier rein. Der ist immer noch am Pinkeln. So. Flammenwerfer ist das, ja. Man kann nur einen Ring aufsetzen. So, jetzt habe ich die Sonnenbrille auf. Jetzt geht alles. Jetzt ist alles gut. Outlaw. Da, wo du gerade stehst, Mädel, hat gerade einer hingepisst. Ich wollte es ja nur mal sagen. Ich habe mich jetzt verantwortlich gefühlt. Ich wollte es aber... Angeblich sind hier Feinde. Wahrscheinlich da unten irgendwo, ne? Okay, Leute. Muss aber, glaube ich, jetzt gleich Schluss machen. Gucken wir uns jetzt erstmal hier noch ein bisschen um. Ach, das ist dieser Wyatt. Genau. Da steht nun ein weiterer Outlaw. Yep. Noch ein Outlaw. Da hinten stehen zwei. Ich gehe jetzt erstmal mal hier lang. Das sieht aus, als wenn das da hinten der Boss ist. Also hier, Boss.
Geh mal hin. Das Blut. William. Na großartig. Noch einer, der glaubt, bei uns gäbe es was umsonst. Du hast Glück, dass du kein Berserker bist. Die haben mir schon mehr als genug Ärger gemacht. Genau wie die verdammten Kleriker. Probleme mit Klerikern? Berserker, Kleriker. Die einen kommen von vorne und die anderen von hinten. Und alle wollen sie uns an die Wäsche. Die einen brauchen Männer und die anderen wollen unser Land. Die Kleriker wollen eure Männer? Natürlich. Die Kleriker haben doch totale Nachschubschwierigkeiten, was neue Rekruten angeht. Wusstest du das nicht? Aber dass sie unsere Männer kriegen, können sie vergessen. Wer glauben die denn, wer ich bin? Ich bin William. Ich gehöre zur Familie des Dukes. Mir gehört der verdammte Laden hier. Wer nicht tut, was ich sage, landet schneller in der Schlucht, als ihm lieb ist. Denk daran, wenn du hier bist. Wer ist der Duke? Du rennst hier im Vorhof herum und weißt nicht, wer der Duke ist? Der Duke ist mein Cousin Logan. Er ist der Boss hier. Er hat diesen Ort von der Tyrannei Baxters befreit. Wenn du Scheiße baust, weiß der Duke es noch, bevor du es selber weißt. Und du findest dich schneller am Ende seiner Waffe wieder, als dir lieb ist. Hast du nicht gesagt, du wärst der Boss hier? Der Duke ist mein Cousin, also bin ich der Duke. Also, wenn der Duke etwas will, dann... Nein, andersherum. Wenn ich etwas will und dem Duke es sage, ihn frage, dann bekomme ich, was ich will. Also, was ich sagen will, dass der Duke ich bin. Nee, warte, also ich bin quasi nackt. Ach, verdammte Scheiße. Mein Wort ist für dich Gesetz, kapiert? Schon klar. Bist du sicher, dass du hier alles im Griff hast? Wenn hier jemand Scheiße baut, dann regel ich das schon. Du solltest dich also lieber gut mit mir stellen. Apropos gut stellen. Du könntest direkt mal damit anfangen. Ich habe ein Problem, bei dem ich einen Außenseiter gut gebrauchen könnte. Wofür brauchst du meine Hilfe? Ich brauche jemanden, der unbekannt ist. Jemand, den die Hauptmänner hier im Lager nicht auf dem Radar haben. Einige der Hauptmänner sind unzufrieden. Und ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Wegen der Hauptmänner. Wer sind sie? Es geht um Big Jim, den momentanen Meister der Arena. Chloe, sie führt das Vergnügungsviertel hier im Vor. Oh, und um Mad Bob. Er nennt sich selbst der Müllbaron. Bei ihm solltest du aufpassen. Er hasst es, Mad Bob genannt zu werden. Sprich ihn also besser nicht auf diesen Namen an. Ach ja, und Blake nicht zu vergessen. Er ist auch einer unserer Hauptmänner, aber er ist loyal. Mit ihm haben wir keine Probleme. Was hat Chloe getan? Chloe zahlt ihre Abgaben schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Ich brauche jemanden von außen, der sich darum kümmert. Die Leute haben Angst, dass Chloe sie nicht mehr in ihren Laden lässt, wenn sie ihr krumm kommen. Aber du bist keiner von uns. Bei dir sollte das kein Problem sein. Ich will, dass du zu ihr gehst und herausfindest, warum sie nicht mehr zahlt. Wenn du das nicht hinkriegst, dann sorge wenigstens dafür, dass sie ihre ausstehenden Schulden bezahlt. Was ist mit Blake? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Blake ist der einzige Hauptmann des Dukes, der hier keine Probleme macht. Der kümmert sich oben um seine eigenen Angelegenheiten und tut, was man ihm sagt. Das, was ich mir hier von allen wünschen würde. Was ist mit Big Jim? Big Jims Ventil ist völlig kaputt. Er hält sich für den Allergrößten. Nur weil er es schafft, jeden in der Arena zu besiegen. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass er behauptet, eines Tages auch den Duke zu besiegen. Anscheinend will er sich das Fohr unter den Nagel reißen. Aber ich sag dir was. Er ist gar nicht so stark, wie er tut. Ich könnte wetten, dass die meisten sich freiwillig von ihm besiegen lassen, weil sie Angst vor ihm haben. Ich will, dass du gegen ihn antrittst. Ich will, dass du für den Du kämpfst und Big Jim in seine Schranken weist, damit er merkt, wo er hingehört. Wo ist das Problem mit Mad Bob? Mad Bob? Ja, der ist ein Fall für sich. Also die Fakten sind die. Er liefert nicht mehr. Er ist Oberaufseher für unsere Schrottlieferungen. Aber es kommt kein Schrott mehr an und ich weiß nicht warum. Dann frag ihn. Du musst verstehen, so einfach ist das nicht. Bob ist ein lieber Kerl, aber er kann... Naja, du wirst ihn kennenlernen. Ich befürchte, dass er nicht mehr liefert, weil niemand mehr für ihn arbeiten will. Wenn du es schaffst, dass Mad Bob wieder liefert, verspreche ich dir eine fette Belohnung. Ich kümmere mich um deine Hauptmänner. Das wollte ich hören. Wenn du dich um alle Hauptmänner gekümmert hast, würde ich es in Erwägung ziehen, dich bei uns aufzunehmen.
Und eine dicke Belohnung für dich gibt es natürlich auch. Der Duke vergisst niemanden, der ihm loyal gegenübersteht. Komm wieder zu mir, wenn du gute Nachrichten hast. Was müsste man tun, wenn man bei euch mitmachen will? Nicht so hastig, Grünschnabel. Wen wir hier ins Fort aufnehmen, entscheide immer noch ich. Wenn du hier mitmachen willst, musst du mir erstmal deine Loyalität beweisen. Tu einfach alles, was ich dir sage. Beweise, dass du erfahren genug für den Job bist. Und vielleicht gebe ich dir einen Platz in unseren Reihen. Ach ja, du solltest natürlich auch nicht mit den anderen Gemeinschaften, wie den Klerikern, den Berserkern oder den Separatisten paktieren. Letztere sind besonders gefährliche Gesellen. Du weißt doch hoffentlich, von wem ich rede. Ja, natürlich. Separatisten sind die ausgestoßenen Alps, die in den Ländern der freien Menschen ihre eigenen militärischen Ziele verfolgen. Ja, genau. Jetzt verstehen wir uns. Angenommen, ich schließe mich euch an. Dann wirst du wie jeder als Läufer anfangen, sofern du genügend Erfahrung mitbringst, sodass wir dich auch gebrauchen können. Nur weil jemand die Muskeln spielen lassen kann, wird er nicht gleich zum Vollstrecker ernannt. Das Privileg musst du dir erst erarbeiten. Aber dafür garantiere ich dir, wird es sich auch lohnen, wenn du dir den Arsch für uns aufreißt. Je höher du stehst auf der Karriereleiter, desto besser ist die Ausrüstung, die dir zur Verfügung gestellt wird. Okay, ich muss jetzt Schluss machen. Die haben hier Hunde, die fressen. Den Bolzen nehme ich. Okay, zu den Outlaws möchte ich auf jeden Fall nicht gehören, aber mir ist gerade auch was aufgefallen. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich habe meine Rüstung verkauft. Ich bin so dämlich, ne? Ich komme einfach mit diesen Scheiß... Weiß ich nicht, kaufen und Rüstung und das alles komme ich nicht klar. Ich bin einfach nur zu dumm. Naja, gut. Ich werde jetzt mal schauen, was da oben an, was so alles hier noch so rumkreucht und rumfleucht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.